Also ich denke mal, dass der Muffinteig auf jeden Fall so für die 18 Formen gereicht hätte. Ich habe hier locker noch die Hälfte über. Aber ich mache mir da jetzt einfach so ein paar Brownies draus. So schneide ich halt die Stücke halt in Vierecke dann gleich. Und das schmeckt das bestimmt auch ganz gut. Man hätte jetzt den ganzen Teig auch essen können, ne? Markus, was meinst du? Wenn du das schon daher mal siehst, was ich hier in der Küche gemacht habe, du hättest den ganzen Teig doch gegessen, oder? So, knappe 25 Minuten später. Die Muffins sind soweit. Den restlichen Teig habe ich zu einem Kuchen verwandelt. Was? Hex, Hex. Hex, Hex? Ja, verwandelt. Verwandelt, ja. Klasse. Klasse ist das. Das ist klasse. So, mal nochmal. So, knappe 25 Minuten später. Wer lacht da draußen? Meine Freundin lacht mich aus. Das ist gemein. Hex, Hex. Ist klar. So, Schatzi, ich mach nochmal, ne? Ja, mach mal, ne? Verwandle mal deinen Kuchen. Oh Mann, oh. Den Teig zum Kuchen. Hex, Hex. Mann, die lacht mich aus. So. Ich brauch nochmal kurz Ruhe, ja? Ja, Schatzi, ich brauch Hex, Hex. Lass mal kurz. So, knappe 25 Minuten später. Die Muffins sind dann auch soweit fertig. Den restlichen Teig habe ich jetzt zu einem Kuchen gemacht. Und den werde ich mir jetzt auf jeden Fall mal schmecken lassen. Vor allem natürlich die Muffins. Ja. Der Teig wäre bestimmt nicht übrig geblieben, wenn Markus da wäre. Aber ich lasse mir das jetzt mal schmecken und wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Bis dahin, die Gaumenfreude.